Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Jetzt kommen wir mal zu unserem ersten Thema und wie wir es auch sonst natürlich immer so handhaben, ich fange jetzt erstmal mit unserem ersten Thema an und das sind natürlich mal die internationalen Pressestimmen und da könnt ihr natürlich eure Meinung dazu kundtun. Was haltet ihr von den einzelnen Stimmen aus den einzelnen, ich sag mal, Ländern, von den einzelnen Online-Medien und dann blicke ich dann nachher drauf. Beginnen wollen wir natürlich mit den Italienern und wie es natürlich jedes Mal so ist, wenn Ferrari kein glückliches Händchen bewiesen hat, beziehungsweise einfach dann so ein Debakel erlebt, wie es nun mal in Baku der Fall war, da, glaube ich, brauchen die Italiener oder vielmehr die Scuderia, braucht dann am Montag eigentlich am besten gar nicht ins Internet irgendwie gehen, geschweige sich, liest heute noch einer eigentlich Printausgaben von Zeitungen, gibt noch einige, aber jedenfalls die Scuderia hat es eigentlich vermeiden sollen. Blicken wir mal drauf. Gazzetta dello Sport hat nämlich geschrieben, verrauchte WM für Ferrari, nachdem Leclerc einen weiteren Motor kaputt macht. Der Monegasse hält sein übliches hohes Tempo, bis der Motor zusammenbricht. Ein schwerer Schlag für das Team und die Fans. Für Verstappen beginnt diese WM einfach zu sein, während Ferrari mit seiner Strategie immer mehr in die Tiefe sinkt. Gestern ja auch mit Marc Sucher ja thematisiert, natürlich dieses Ferrari-Desaster. Und da muss man noch mal kurz was klarstellen. Charles Leclerc, dem droht eine Strafe in Kanada. Aber es ist nicht sein erster Motor, den er jetzt schon geschrottet hat. Es ist nämlich schon sein zweiter Motor, den er jetzt geschrottet hat. Also es gibt nämlich jetzt nur noch ein Exemplar davon. Und dann könnte es schon bald tatsächlich eine Strafe geben. Genau, das ist das Sinnbild dieses Fiaskos aus Baku. Die Corriere dello Sport, die hat auch nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, bessere Worte gefunden für dieses Desaster, beschreibt das Ganze nämlich so. Ferrari-Desaster in Baku, während Verstappen die Flucht ergreift. Von der Pole Position zur verheerenden Niederlage in 24 Stunden. Ferrari verlässt Aserbaidschan mit verbitterten Gesichtern. Die Zuverlässigkeit Ferraris ist zusammengebrochen. Ja, und dieses Bild, was wir auch gerade bei uns eingeblendet sehen, Charles Leclerc, ja, dieses Bild sehen wir leider auch nicht zum ersten Mal oder haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Das ist dieses Jahr in dieser noch recht jungen Saison, muss man sagen, ein Sinnbild, was die momentane Situation bei der Scuderia Ferrari eigentlich recht gut beschreibt. Und die Tutto Sport aus Italien hat das auch recht gut beschrieben und schreibt, Maranello, wir haben ein Problem. Es schmerzt, weil das Ferrari-Team, das in Monte Carlo für seine Strategie kritisiert worden war, anfangs die Gegner in Schwierigkeiten versetzt hatte. Doch jetzt ist eins klar, Ferrari hat eine Achillesferse, und zwar die Zuverlässigkeit des Motors. Und gestern ja auch darüber gesprochen mit Marc Surer, der ja auch sagt, eigentlich zu bezweifeln, dass man innerhalb von ein paar wenigen Tagen, sprich bis zum Kanada Grand Prix am kommenden Wochenende, überhaupt irgendeine Lösung für das Problem findet. Gucken wir mal auf die La Stampa. Die schreiben, Verstappen erhält das beste Resultat mit einer minimalen Anstrengung. Die Erfolge bei schwierigen Rennen machen den Unterschied. Die Niederlage in Baku wird für Ferrari negative Auswirkungen auf die gesamte WM haben. Für Leclerc steht der WM-Titel auf dem Spiel. Ja, das tut sie in der Tat, alleine schon auch in der Konstrukteurs-WM. 80 Punkte liegt Red Bull vor Ferrari. Wenn wir mal ein paar Rennen zurückgehen, sah das Ganze noch wesentlich anders aus. Die Corriere della Sera schreibt, der tiefe Sturz, nachdem er den Himmel mit der Pole Position erreicht hatte, schmerzt Leclerc. Und eine haben wir noch aus Italien, ich glaube, eine müsste es noch sein, genau. Das ist nämlich die La Repubblica, die schreiben, Ferraris Power Unit hat gegenüber der vergangenen Jahre einen großen Sprung nach vorne gemacht, doch die Anstrengungen kommen teuer zu stehen. Geht Ferrari zu viele Risiken ein, um die Leistungen zu stärken? Teamchef Mattia Binotto bestreitet dies, doch Ferraris Blamage in Baku muss eine Erklärung haben. Wenn man nach dem Statement eben von jenem Mattia Binotto geht, dann klang das nicht unbedingt wirklich so, als wüsste man auch tatsächlich, zumindest mal mit Stand Sonntag nach dem Rennen, wo das Problem eigentlich liegt.
Gehen wir mal von den Italienern rüber in die Niederlande und der Telegraph schreibt, voll auf Kurs zum zweiten Titel. Max Verstappen beweist auf der Strecke, wer die Nummer 1 bei Red Bull ist, wer auch immer einen Beweis brauchte. Dass Charles Leclerc an einem weiteren dramatischen Tag für Ferrari ausschied, verschönerte die Feierlichkeiten. Klar, Niederlande, die Heimat, das Heimatland von Max Verstappen, natürlich, klar, da feiert das ganze Land natürlich, wenn es dann Max Verstappen dann verhältnismäßig so einfach gemacht wurde. Vor allem ja auch der Vorsprung dann 20 Sekunden vor Sergio Perez, das ist schon wirklich eine Machtdemonstration gewesen. Die AD schreibt, Max Verstappen stieg aus seinem Auto, als wollte er sagen, ich bin der Boss der Formel 1. Max Verstappen ließ in Baku wieder seinen rechten Fuß sprechen. Ferrari erlebte dagegen einen katastrophalen Sonntag. Gucken wir mal, wie gnädig oder ungnädig eigentlich die Engländer schreiben. The Guardian schreibt zum Beispiel, Max Verstappen hatte einen schwierigen Start in die Verteidigung seines im vergangenen Jahr auf so dramatische Weise gewonnenen Titels. Er litt zu Beginn der Saison unter Zuverlässigkeitsproblemen, die Ferrari nun ein Dorn im Auge sind. Die Daily Mail, auf die blicken wir auch, die schreiben, Shit happens. Max Verstappen hatte kein Mitleid mit Charles Leclerc, nachdem der Niederländer den Motorschaden seines Ferrari-Rivalen ausnutzte, um am Sonntag in Aserbaidschan unangefochten zu gewinnen. Und der Telegraph, die schreiben, Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Aserbaidschan, während sich die Ferrari-Pleite in Baku fortsetzt. Ein enttäuschender Charles Leclerc forderte Ferrari auf, die Zuverlässigkeitsprobleme zu beseitigen, um zu verhindern, dass der Formel-1-Kampf in dieser Saison zu einem Ein-Pferd-Rennen wird. Heißt also nichts anderes, wie dass einfach Red Bull auf und davon fährt. Ist übrigens, hab ich heute gelesen, Statement gewesen von Helmut Marko, der, ich beschreibe es mal in meinen eigenen Worten, es eigentlich so formuliert hat, man will jeden Sieg, man will jede WM und man habe ja, das Gen in seinen Adern, so ungefähr hat das formuliert. Also man präsentiert sich schon in einer gewissen Machtdemonstration. Aber dennoch sollte man auch immer im Blick behalten, dass so unangefochten Red Bull ja in dieser Saison nicht unbedingt in jedem Rennen war. Und auch die Zuverlässigkeitsproblematik bei Red Bull, die sollte man auch nicht gerade mal außer Acht lassen. Spanien, was schreibt denn die Marca? Blicken wir mal hier drauf. Verstappen hat keinen Rivalen. Ferrari verblutet aufgrund des Motors. Alonso wird Siebter. Eine 1 für Red Bull, eine 6 für Ferrari. Es wurde das schlimmste Wochenende der Scuderia im laufenden Jahr. Der Niederländer positioniert sich immer mehr zum klaren Favoriten auf die WM. Und die AS schreibt, Ferrari zerstört sich selbst. Totales Debakel von Ferrari in Aserbaidschan. Red Bull räumt alles weg mit einem Doppelsieg von Verstappen und Perez. Ferrari muss sich Gedanken darüber machen, was da los ist. Sonst ist der WM-Zug bald abgefahren. Leclerc ist der Pechvogel des Wochenendes. Für Verstappen war es am Ende wie ein Spaziergang. Ja, ich habe es ja auch gestern schon bei uns in der Rennanalyse erwähnt, dann auch die Funksprüche auch von Max Verstappen. Man wollte ihn ja von Teamseite aus so ein bisschen daran, ich will nicht sagen hindern, aber ein bisschen bremsen, weil er ja auch noch die schnellste Runde noch fahren wollte und man ihn da so ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass das ja eigentlich gar nicht notwendig ist. Und dann gab es so ein paar lustige Funksprüche von Max Verstappen, wo man dann schon auch schmunzeln kann. Die El Mundo Deportivo schreibt, Verstappen macht sich ganz groß, Katastrophe für Ferrari in Baku. Ferrari verbrennt mal wieder goldene Punkte, Red Bull macht den perfekten Punch. Und eine Meldung haben wir noch aus Frankreich, die L'Equipe schreibt, Ferrari im Zweifel, während die Scuderia in Aserbaidschan einen neuen Anlauf nehmen sollte, erlebt sie dort einen Tiefpunkt mit einem katastrophalen Doppelausfall für Carlos Sainz und vor allem Charles Leclerc, der bei seinem Ausfall noch in Führung lag. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.